Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Mein Ballenfließ-Vertreter des Vertrauens Sebastian von der Firma Toptex ist da. Und ich hatte ja versprochen und auch schon angekündigt, dass wir ja, ein kleines Tutorial, sag ich mal, machen, wie man am besten so eine Ballenmiete baut und wie man die am besten abdeckt. Ja, und das machen wir jetzt mal eben. Weidemann ist da, hatte ich glaube im letzten Video schon mal kurz gezeigt, wieder von der Firma Mertens natürlich. Und eine ganze Miete haben wir jetzt eben schon aufgesetzt. Wichtig ist natürlich eigentlich, das hatte ich auch schon mal gesagt, dass sie so eng wie möglich aneinander sind. Vor allen Dingen auf der obersten Reihe, nicht, dass irgendwie Lunken im Vlies dann durchhängen. Ein Ballen ist leider nicht ganz rangekommen, der wollte nicht. Aber sonst geht die eigentlich, würde ich sagen. Ja, mal gucken, ob Sebastian vielleicht gleich ein bisschen was erzählen will. Frage ich ihn gleich mal eben und dann wollen wir das Vlies da schon mal rüberziehen. Achso, sieht man das? Habe ich Augenringe? Ja, doch so ein bisschen. Erstmal ist das tierisch warm und ja, die 2 Stunden Schlaf, die rächen sich jetzt gerade so ein bisschen. Aber nutzt den Next, immer weiter.
So, hier ist jetzt unsere fertig gebaute Miete und wir lassen die Drohne jetzt mal eben kurz steigen und dann zeigen wir eine Möglichkeit erstmal, wie man das Vlies falten kann und das zum Abdecken nehmen. Und mal gucken, ob wir morgen nochmal eine zweite Version zeigen können, je nachdem wie die Zeit ist. Und das Vlies wollen wir jetzt mit Klett quasi runterbinden, das zeigen wir dann aber auch gleich. Vlies haben wir jetzt hier über hin und jetzt geht's einmal ans Abspannen. Ja, weiß nicht, vielleicht will Sebastian aber so ein bisschen was dazu erzählen, wie es am besten geht. Ja, moin erstmal. Wir nehmen diesmal Sandsäcke, nicht die Schnüre, die alle drüber schmeißen oder Paletten da dran. Wir wollen, dass das Vlies ja dauerhaft gespannt ist und mit hängendem Ballast geht das einfach besser. Und gehen wir einmal zur Miete und zeigen euch das mal. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir könnten das Klettband einfach so da durchführen. Wir nehmen aber jetzt Karabiner, das ist am Ende einfacher für die nächsten Jahre, nicht für dieses Jahr. Gucken, wie tief er steht. Heben ein bisschen an, klatschen dran und sind fertig. Genau, und du sagtest ja am besten da, wo so ein Bein liegt, ne? Nicht dazwischen, genau, zwischen den Beinen. Nicht, am besten nicht, wir haben jetzt hier tatsächlich zwischen zwei Ballen erwischt, der Sack hängt daneben. Wenn wir jetzt dazwischen gehen würden, suchen wir einen, wenn wir hier hingehen würden. Wir würden den hier hinhängen, dann hätten wir so eine Art Gletscherspalte. Das wollen wir nicht. Gerade drüber, damit es sauber abläuft. Was den Abstand angeht, wie oft man, wie viele man dran macht. Ich weiß nicht, Lukas, ist windig bei euch oder? Ab und zu haben wir mal ein bisschen Sturm, aber sonst aber wie jetzt ungefähr. Ja, relativ schwer. Ich würde mal sagen, alle 4 Meter würde locker reichen. Ja. Deswegen, wenn wir jetzt hier in der Mitte noch einen dran machen. Mal gucken, wo die Ballen. Hier ist wieder so eine Stelle, wo es wieder überlappt. Nehmen wir den hier. Das ist echt Wahnsinn, der Unterschied, ne? Wie viel das wirklich runterzieht und spannend. Wichtig ist, dass wir solche Wellen hier drin oder solche Wellen sind wirklich egal. Was wir vermeiden wollen, sind diese Wassertaschen, wo es dann wirklich drauf läuft und wir nicht mehr unsere 45 Grad haben. Das ist das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen.
Genau, ansonsten, wenn man die Miete dann hier aufdeckt, sagst du ja einfach Karabiner auf, Sandsack runter und die Klettstreifen können ja genau, für nächstes Jahr liegen bleiben dann. Genau, die Idee ist, dass wir jetzt hingehen und fürs nächste Jahr ganz besonders, dass es nächstes Jahr schneller geht. Wir nehmen jetzt hin, nehmen den einfach ab, haben dann einen sauberen Sandsack, den wir weglegen können. Der Karabiner fällt nicht ab, Klett bleibt sitzen. Ja. Wir haben ja oft eh die gleichen Ballen, also wenn wir das also stramm dran haben, dann hält das auf dem Endlosfaser tatsächlich so gut, dass wir uns da mal dran hängen können. Kannst du uns ja mal eben noch erklären, was der Unterschied zwischen Endlosfaser und was war das andere noch? Gewebt oder wie war das noch? Stapelfaser, ja. Stapel. Die, ja, bei uns gehen wir hin, wir kaufen Granulat und schmelzen das Granulat und in dem nächsten Schritt wird gleich das Vlies produziert. Während alle anderen erst die Fasern produzieren, die dann klein häckseln, das zum nächsten Firma bringen, die das Vlies produziert. Und so haben wir nicht solche Enden, sondern jeder Faden in diesem Vlies hat zwei Enden, nämlich einen da und einen da hinten. Und so passiert auch am Ende dieser Abhelleffekt. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video bei den Aufnahmen sehen kann. Lukas, vielleicht kann man bei Regen vielleicht mal dran gehen. Ja. Dass man wirklich die sieht, wie die Fäden, ach, wie die Tropfen. Wassertropfen wirklich auf dem Vlies. Ja. Und so sieht aus, wenn es fertig ist. Ja, oh, schon einfach, ne? So, du sagtest ja dann, so kleben am besten, dass sie noch runterrutschen können, die oder sacken können, die Ballen. Ja, genau. Die Miete sackt ja am Ende noch ein bisschen in sich zusammen. Das ist ja das Problem, weshalb Paletten und alles, was statisch dran steht, irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Und nicht so gut. Und ich weiß nicht, was sagt so eine Miete? 20, 30 cm hätte ich geschätzt. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere Ballen am Ende so hoch über den Boden setzen. Ich zeige es vielleicht nochmal. Hier sind wir jetzt 10 cm beim Boden. Ja. Würde mich mal interessieren, wie weit die nachher wirklich absacken. Aber wichtig ist, dass die hängen, weil dann haben wir hier drüber immer stramm gespannt und bei jedem bisschen Wind oder was setzt sich die Miete immer weiter. Hm. Und Lukas hat immer Top-Qualität Heu, was er verkaufen kann. Genau. So, dann haben wir eben einmal markiert. Fertig ist die Miete. So. Ich kann ja noch mal eben kurz die Geschichte erzählen, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben. Also es war ja nicht so, dass die Firma Toptex mir eine Mail geschrieben hat und gefragt hat, möchtest du für uns gerne Werbung machen? Ich hatte die Fleece hier vorher quasi schon und ich hatte dann nur einmal einen Sturmschaden, den ich reklamiert habe. Und ja, dann hat Sebastian sich gleich gemeldet und das haben wir auch alles gleich hingekriegt. Und hat sich das so irgendwie entwickelt quasi, dass er ja, eben gesagt hat, wie man das am besten anspannt. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Ja, also wie gesagt, vorher mit den Fliesen war ich schon zufrieden. Und jetzt, wenn man die paar Kleinigkeiten da beachtet, denke ich mal, dass sie noch besser werden. Man muss sich halt ein bisschen Arbeit machen, wenn man Top-Qualität vor der haben will. Ne? Dann gehört das halt dazu, dass man das Abspann richtig macht und ja, da auch ein bisschen bei der Sache bleibt. Und ich hatte gerade eben noch gesagt, wenn man das immer richtig gut behandelt, das Vlies, wie lange das so ungefähr hält. Weil ich sagte, wo war das jetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie 19 Jahre hat der eine da schon und funktioniert immer noch einwandfrei. Also ja, Pflege ist halt alles, ne? Das ist ja überall so. Ja, sehr gut. Die Miete muss ich dann auch noch abspannen. Kleine Sandsäcke habe ich jetzt noch bekommen und ja, dann muss ich die Mitte hier auch noch einmal abspannen. Man sieht ja schon den Unterschied zwischen der, sieht man so im Video, wie schön abgespannt die ist und ja, wo die hier zum Beispiel durchhängt, da ist es dann halt, wo ja, diese nassen Stellen dann kommen könnten, ne? Deswegen muss ich da auch noch mal Klett dran machen und mit der Sandsäcke, das geht echt gut. Ja, aber bevor ich das mache, lege ich mich glaube ich mal ins Bett und schlafe noch eine Stunde. Da ist noch von gestern ein bisschen was offen. Oh Mann, mir fällt gerade ein, geht doch noch nicht ins Bett. Ich muss den Frontlader noch eben abbauen. Der soll nämlich gleich auf meinem Betrieb noch Stroh fahren. Ja, deswegen muss der bei mir noch mal eben ab. Ja. Und meine Sandsäcke nehme ich noch eben mit, also die nicht befüllten. Vielleicht hat der anderen Mann im Video auch eben gesehen, das war Matthias von Agravis. Und der hat mir freundlicherweise das noch eben hier gelassen. Und hier sind noch Klettbänder. Und hier hat er noch kleine Sandsäcke mir freundlicherweise da gelassen. Dafür nochmal besten Dank.
Die machen wir dann auch mit Kies nochmal voll und hängen die damit dran. Das geht halt, wie die vorhin erwähnte, schön halt mit den langen Würsten da, wenn das die kurzen Säcke sind. Ja, so, kriegt ihn hier mit und ansonsten irgendwo auf Falllader stellen. Bevor die heute Nacht doch irgendwie wegkommen, hier weiß man ja nie bei dem Laden. So. Dann halt noch Frontlader abbauen und dann ist Feierabend. Oder vielleicht noch nach Bein fahren? Ich glaube aber nicht. Und dann will ich noch mal eben eine Gitterwagen mit den HD-Ballen drauf, die letzten beiden, in Sicherheit bringen. Nicht, dass Sonne irgendwie ein Schauer kommt und das regnet, das wäre zu ärgerlich. Und weiter mal geht das natürlich optimal, ne? Vorne den Dorn dran. Dann kann sie schön da unter manövrieren. Mal eben schnell von außen einmal zeigen. Hoppa. Die laden wir dann irgendwie ab, wenn das ein bisschen kühler mal ist. Das hätten wir auch schon mal, aber sowas von leicht mit dem Weidemann. Ne? Ein Versuch da ist wieder unter die Dinger. Wenn die mit dem Trecker noch schieben sollen, ey, da bist du ein bisschen länger bei. Nochmal eben in der Abendstunde so ein bisschen Ballen fahren. Das sind jetzt die Flächen, die hier dicht bei sind, also bei uns im Dorf. Da geht das nochmal, kann man auf dem Abend nochmal eben schnell eine Tour fahren mit dem Weidemann. Geht natürlich trotzdem aufladen. Meine Freundin für den Ballenwagen eben. Und dann schaut mir die Fläche, denken wir noch ganz leer. Ich denke mal eineinhalb Touren hier noch. Dann ist das hier leer, schätze ich mal. Ich glaube, kurz vor 12 haben wir es gleich und wir sind immer gerade noch am Ballenfahren, das ist aber letzte Tour jetzt erstmal. Und es nieselt im Moment, war eben schon ein bisschen stärkerer Schauer, aber jetzt kann ich das vielleicht mal eben an dem Top-Tech-Fleece zeigen, wobei jetzt sieht man es gar nicht so doll, weil es zu wenig regnet. Aber das rinnt da wirklich schön dran ab, vor allen Dingen, wenn das Fleece natürlich neu ist, dann sieht man das richtig. Aber ich hatte ihn ja gefragt, wie das ist, wenn das älter ist, dann sieht die Oberfläche immer ein bisschen anders aus. Er sagt, dann sieht man das an der Oberfläche nicht mehr ganz so runterlaufen. Aber der Effekt bleibt der gleiche, dann zieht das nur ein bisschen mehr in den Stoff ein, aber durch die Endlosfasern wird das trotzdem nach unten geleitet, dann das Wasser. Also geht dann nicht auf den Ballen rauf, beziehungsweise nicht viel. Ein klein bisschen hast du immer, dass es auf den Ballen geht, aber das weht dann halt wieder ab, weil das ja durchlässig ist, das fließt dann für Luft. Ja, aber das Wasser wird trotzdem dann nach unten geleitet. So, 611 ist auch da gerade angekommen. Ein Wagen laden wir dann eben ab und dann ist Feierabend. So, das ist quasi ein Abwasch jetzt gerade. Ich habe hinten eine Tour noch geholt gestern Abend. Die habe ich jetzt gerade abgeladen und die lade ich jetzt wieder auf. Die sind nämlich vom letzten Jahr, die werden jetzt gleich wieder ausgeliefert. Ja, ein Hin und Her hier. Und es geht weiter in der Ballenbewegungstechnik. Ich habe mir von Niklas den N121 Waltra ausgeliehen. Und dazu noch so einen schönen Ballenwagen. Da bin ich mal gespannt. Das ist ein Pronar T026. Ja. Den habe ich für heute mal gemietet, mal zum Ausprobieren, wie das ist, weil ganz viele Ballen habe ich da sowieso nicht mehr liegen. Wir wollen mit dem 611er und zwei Anhängern eine Tour fahren und mit denen hier, also was heißt eine Tour, bis die Ballen weg sind. Ich denke mal, wenn wir mit beiden Trägern fahren, irgendwie zwei bis drei Touren, dann sollte das eigentlich alles weg sein. Ich wollte das sowieso aber mal ausprobieren mit dem Ballenwagen, ob das irgendwann vielleicht Sinn macht, sich selber so einen zu kaufen. Wobei beim Abholen hat man schon gemerkt, dass das ist natürlich ein ziemlich langes Teil, ne? Ein Dreiachser. Und ja, bei manchen Feldern habe ich ziemlich kleine Ausfahrten. Das könnte, glaube ich, noch knapp werden, damit rein und raus zu kommen. Aber das werden wir ausprobieren. Ich habe noch gar nicht geguckt, sind hier überhaupt Gurte drin? Oder ist hier abgeschlossen? Nee, Junge, Junge, sogar Gurte mit drin. Das ist nicht schlecht. So, jetzt sind wir wieder zukriegen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viel man hier raufkriegt, aber 30 Ballen sollte es eigentlich auch sein. Ja, aber normalerweise einfach gehalten. Druckluft gebremst natürlich. Ja, und dann mehr oder weniger ein Plattwagen. Ne? Hier die Rungen kann man nach hinten klappen dann. Dann kann man hier einen Ball drauf machen und dann einen nach hinten versetzt sogar auch noch ein. Und dann das gleiche vorne und hinten.
ich weiß nicht, normalerweise sind hier so, kenne ich da zumindest Ketten drin, die das nochmal nach vorne wegspannen, aber hier sind jetzt keine drin. Nö, weiß ich auch nicht. Aber wird wohl so gehen, wenn da sonst auch nie welche drin waren. Ja. Naja, wie gesagt, da wollen wir nachher mal eben ein paar Touren mitfahren und dann werde ich sonst mal berichten, wie das so geht. Oder werdet ihr sowieso im Video sehen, beziehungsweise, ich muss mal gucken, vielleicht machen wir das auch im nächsten Vlog. Ich muss gleich mal sichten, wie viel Material ich habe. Ich glaube, ich habe mich gerade auf die Linse von der GoPro gesetzt, beziehungsweise die Kamera war unterm Sitz von Weidemann. Ich bin einmal rauf. Scheiße. Ich glaube, es ist aber nur das Panzerglas. Das muss ich nochmal neu machen nachher. Müsste jetzt mal eben kurz leider damit leben, dass oben ein paar Pünktchen sind. Naja, so. Ich bin jetzt am Abladen. Zwei Anhänger voll haben wir geholt. Der passt hoffentlich hier noch mit in den Mieter rein. Mal gucken. Aber ich muss sagen, so ein Weidemann, ne? Eigentlich habe ich damals, als ich angerufen habe, um den zu mieten, habe ich gesagt, ja, so 2-3 Tage brauche ich den. Ich glaube, jetzt habe ich den schon über eine Woche. Ja, nee, eine Woche ungefähr jetzt. Aber das Ding willst du nicht mehr abgeben, ne? Vor allem zum Heustapeln, das ist sowas von geil. Mit dem 611er dauert das doppelt so lang, vor allem, weil du mal schalten musst, große Wendekreise. Naja, wisst ihr ja selber, ne? Aber ja. Ich kann nur noch mal sagen, ich freue mich, wenn meiner da ist. Echt Gold wird so ein Ding. Ja, so. Ich lade erstmal wieder ab. Deine Miete rein und ja gut, das filmen wir nochmal eben und dann sehen wir uns gleich wieder zum Schloss.
Ja, die Ballen habe ich jetzt nur eben schnell abgeladen und aufs Grünland hingeschmissen. Damit wir jetzt im Hellen noch eben eine Tour fahren können. Wegstapeln mache ich dann nachher oder morgen, weil der Anhänger nachher auch noch zurück muss. Ja, muss ich jetzt zweimal anfassen, leider die Ballen, aber dann ist das halt einmal so. So, ich suche nochmal eben ein paar Spanngurte, beziehungsweise zwei. Und dann geht's los für die nächste Tour. Ja. Die seht ihr aber dann im nächsten Vlog. Das soll dann das Ende sein. Besten Dank fürs Zusehen. Guckt gerne im nächsten Vlog wieder mit rein. Auch nochmal in den Shop reingucken. Link ist in der Beschreibung. Die verspiegelten Sonnenbrillen sind leider immer noch nicht da. Ich glaube Ende August sollten die kommen, wenn ich das richtig weiß. Habe ich aber gesagt, kündige ich an, wenn die wieder da sind. Ja. Dann sage ich besten Dank fürs Zusehen. Habe ich glaube ich schon, ne? Naja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.